von Matthias Lietz, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht leicht, wenn man am Ende dieser Debatte über die zweite und dritte Lesung des Gesetzes zur Anpassung der Zuständigkeiten von Bundesbehörden an die Neuordnung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu sprechen hat. Es ist also die klare Regelung vorgesehen, innerhalb dieses Gesetzes eine Neuordnung und die Regulierung der Verordnungen vorzunehmen. Vielleicht gestatten Sie mir aus diesem Grund erstmal einen kleinen Rückblick, und es ist ja von den einem oder anderen Kollegen schon mal erfolgt und auch von meinem lieben Kollegen Herzog, dass wir uns noch mal daran erinnern, was war denn eigentlich der Ausgangspunkt? Warum haben wir uns auf diesen Weg begeben? Und ich habe recherchiert, es war bereits das Jahr 1999, als eine Projektgruppe Entwicklungskonzepte für eine zukunftsorientierte Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Konzentration der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf Kernaufgaben einrichtete. Und da war es die Zielrichtung zu prüfen, welche Aufgaben müssen oder sollen durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, mit welcher Intensität selbst wahrgenommen werden und welche wiederum nicht. Welche Aufgaben können oder sollen durch Dritte wahrgenommen werden und welche Aufgaben können gegebenenfalls sogar entfallen. Dazu gab es 2001 einen Abschlussbericht. Die Ergebnisse sind Ihnen bekannt. Es war inhaltlich zusammengefasst, es besteht ein dringender Reformbedarf, und das haben wir ja nun mittlerweile heute durch alle Fraktionen erfahren. Diesen Reformbedarf haben wir versucht, gemeinsam auf unterschiedlichen Wegen umzusetzen. Aber lassen Sie mich eines dabei deutlich machen. Es ist und muss uns gelingen, wenn wir diese Reform auf den richtigen Weg bringen wollen, den aktuellen Gegebenheiten anzupassen und vor allen Dingen die Mitarbeiter, auch das ist öfter gesagt worden, auf diesem Wege mitzunehmen. Und das gelingt in Zukunft nur in tragfähigen Strukturen. Als Berichterstatter im Verkehrsausschuss ist es mir bei den Gesprächen vor Ort immer wieder gesagt worden, dass eine Reform überfällig ist, dass die Reform durchaus auch auf der Verwaltungsebene selbst und unter den Mitarbeitern begrüßt wird und dass vor allen Dingen, wenn wir an diese Reform herangehen und an die Umsetzung, an diesem Punkt sind wir ja angelangt, dass es dann wichtig ist, unaufgeregt und mit großen Zielen vor Augen heranzugehen. Politische Ränkespiele, und ich habe das ja erlebt in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der letzten Legislatur, dass wir es dann oftmals auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen haben. Und so ist es auch die klassische und typische Frage, wenn immer wieder gefragt wird, wo ist denn der künftige Standort des Wasser- und Schifffahrtsamtes? Was wird in meinem Bereich stattfinden? Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, auch die Debatte um den Standort Bonn, sondern einzig und allein die Frage, wie erfüllen wir die vor uns stehenden Aufgaben? Und es muss uns dabei allen bewusst sein, dass eine solche Reform kein Wunschkonzert darstellen kann, sondern es wird immer positive und negative Seiten geben, und es liegt daran, einen zielgerichteten Konsens zu finden. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass wir jetzt den Stand erreicht haben, eine Generaldirektion in Bonn, die bestehenden Standorte zu erhalten, das ist aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, innerhalb der Umsetzung des Gesetzes, dass wir dann auch die Verwaltung und dann letztendlich auch den zuständigen Minister in die Lage versetzen, diese Aufgaben umzusetzen. Ich möchte Ihnen am Schluss vielleicht gerade als einer, der seinen Wohnsitz in einem Seebad hat, der die Ostsee unmittelbar vor sich hat, noch einmal deutlich machen, dass für mich gerade der Bezug der Wasserstraßen, der Schleusen, der Wehre, der Häfen eine der wichtigsten Aufgaben sein wird, die vor uns steht. Und leider, auch das haben wir heute bereits angesprochen,
sehen wir dort die Ökologie und die damit verbundene Ökonomie oftmals im Widerstreit. Und ich will ein Beispiel nennen und es auch nur ansprechen. Es ist kein Lobeszeichen für uns, dass wir gerade die Debatte um die Elbe, um die Schiffbarkeit, um die wirtschaftliche Nutzung der Elbe erst einmal an die Seite stellen, sondern auszeichnen würde es uns, wenn wir uns dieser Aufgabe, gerade die Diskussion um die Elbe, mit großer Intensität stellen. Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass auf, im und am Wasser die Zukunft gerade auch der Wirtschaft im Ostdeutschland liegt. Und ich versichere und ich bin mir sicher, dass verkehrstechnisch, touristisch unsere Wasserstraßen eine große Bedeutung haben und wir in Zukunft auch dort, wo wir diese Städten vorfinden, Arbeitsplätze schaffen können, damit auch eine große Sicherheit für die Menschen vor Ort schaffen. Vielen Dank. Zum letzten Redner der Aussprache erteile ich das Wort dem Abgeordneten Hans-Werner Kamp.